Seit Mai 2019 hat sich das Leben von Peter Plesser zum Besseren gewendet. Nach 18 Jahren Arbeitslosigkeit fand er im Musiktheater eine neue Anstellung. Damit ist der 59-Jährige einer von insgesamt 550 Gelsenkirchener Langzeitarbeitslosen, die im vergangenen Jahr eine neue Chance erhalten haben. Ich wollte nicht mehr auf der Straße liegen, ich wollte einfach weg, mir wieder eine Aufgabe geben, um Geld zu verdienen, um mir was leisten zu können. Das sogenannte Teilhabechancengesetz für einen zweiten sozialen Arbeitsmarkt wurde lange vehement gefordert. Peter Plesser verschafft es völlig neue Perspektiven. Ich kann mir Möbel holen oder tapezieren oder anstreichen oder sonst was zu Hause machen, was mir lange gefehlt hat. Ja, ich war wie eingeklemmt und fühle mich jetzt schon langsam befreit. Die Förderung durch das Jobcenter, es übernimmt in den ersten beiden Jahren die Lohnkosten zu 100%, ist zumindest bei Peter Plesser gut investiert. Für ihn bedeutet es ein neues Leben. Ich habe das Lachen eigentlich wieder gelernt. Ich war eigentlich immer so ein bisschen depressiv, traurig. Dadurch kann ich auch meine Kinder vermitteln mit Arbeit, dass man sich da doch besser fühlt.